Zuerst eine Immobilie kaufen zum Vermieten oder zuerst als Eigenheim nutzen und dann vielleicht auch den Beleihungswert wiederum zu verwenden? Egal als ob, Hauptsache handeln, heißt das Wort. Also wenn Menschen flexibel sein wollen, dann empfehle ich immer, eine Immobilie wirklich als Investment oder mit einem kleinen Apartment zu starten, zu sagen, ich fange an. Eben habe ich auch noch eine Frage gesehen in einem Mix, mit welchen Investments, da würde ich gleich im zweiten Schritt dazu kommen. Aber das Wichtigste ist, dass man halt überhaupt handelt, weil die meisten zögern perfekt oder was ich gestern gesagt habe, das Wort aggressive waiting, und deswegen ist es wichtig, dass man überhaupt handelt. Und das kann man ganz einfach durchrechnen. Lohnt es sich zum Beispiel, seine eigene Wohnung selber zu kaufen? Das kann man zum Beispiel auch über eine Gesellschaft machen und an sich selber wieder vermieten. Oder kaufe ich eine Wohnung und vermiete die proaktiv und kann sie dann steuerlich nutzen, zahle sie ab so schnell wie möglich und nutze sie wirklich als Hebel für die nächsten Wohnungen, weil hast du eine Wohnung, und das ist wirklich das elementar Wichtigste, hast du deine erste Wohnung gezahlt, dann kannst du schon zwei Wohnungen kaufen, dann hast du schon drei. Also dann kommt wirklich der Zinseszinseffekt, und das ist eigentlich das elementar Wichtigste, was man machen kann. Fang mit einer an, bezahl sie so schnell wie möglich ab, das war damals mein Prinzip, und kauf direkt zwei neue. Und dann hast du eine elementar starke Hebelwirkung. Genau, ich würde da strategisch gleich gerne auch nochmal kurz ergänzen, weil rein mathematisch würde ich persönlich empfehlen, zuerst tatsächlich eine Wohnung zu vermieten, rein mathematisch gerechnet, weil du dort halt die steuerlichen Vorteile nutzen kannst und weil du dort alles abschreiben kannst. Und wie der liebe Bodo, das hat er mir damals halt wirklich immer gesagt, es ist halt, Eigentum ist Luxus, das macht was mit uns emotional. Also wenn ich zu Hause mein Eigentum habe, das wirst du bestätigen, Nermin, dann baue ich mir einen hübschen Fußboden rein, dann baue ich mir was Hübsches an die Wand und so weiter, sodass ich halt ziemlich wohlfühle. Und wenn ich eine vermietete Wohnung habe, ich will jetzt nicht der brutale Kapitalanleger werden, aber da ist es halt so, dass die Wohnung sich gut rechnen muss. Da ist halt ein riesen Grundstück drumherum, weil es mir keine Mietrendite bringt. Das heißt, wenn du es rein mathematisch bezeichnest, kannst du mit einer vermieteten Objekt einfach schneller Rendite erzielen. Das ist immer Bauch versus Fakten. Das ist so ein Bauchgefühl. Genau, Bauch versus Fakten. Genau. Es sind nackte Zahlen, die man, ich sage ja, wenn man bescheiden ist und sagt, ich will meine Wohnung, wo ich dann drin lebe, auch kaufen, die ist sehr bescheiden und das ist billiger als Miete zahlen, hey, so what, ne? Also dann würde ich sie auch kaufen. Und ich kann auch immer ausziehen und sie weiter vermieten für teures Geld. Also daher, es sind wirklich diese Fakten, um die es auch geht. Und da muss man auch wirklich mal sich hinsetzen und rechnen, ja, welches Modell passt für mich besser. Und es geht nicht um das Bauchgefühl. Bauchgefühl muss auch stimmen, aber hier geht es um Zahlen. Und das zweite Thema kam eben die Frage, natürlich gibt es Phasen, und da würde ich euch, was ich auch in meinem Immo-Vortrag gesagt habe, geht bitte nicht zur Bank oder zu, ne, erster Punkt, geht zu einem wirklich qualifizierten Finanzberater. Und der zweite Schritt, zeigt ihm nicht, was ihr kaufen wollt, wie hoch der Preis ist und die aktuelle Miete, sondern zeigt ihm, was ihr aus der Immobilie macht und wie viel ihr danach an Miete bekommt. Das ist Immobilienentwicklung. Das, was ihr kauft, ist einfach ein Investment kaufen. Ich möchte, dass ihr ein Investment entwickelt, wenn. Und das ist das Interessante bei Immobilien. Ihr solltet Immobilien entwickeln. Sucht nach den Punkten, die Entwicklungspotenziale haben, und sagt mir bitte nicht, die gibt's nicht. Vor drei Tagen habe ich es gekauft, habe euch das Modell vorgerechnet und eine 500.000 in 3 Jahren sind einfach Fakten auf dem Zettel und nicht Bauchgefühl. Das sind Fakten. So, und wenn einer sagt, ich kriege die Finanzierung nicht zu 100%, weil es nicht ordentlich auch aufgearbeitet hat, setzt euch mit guten Finanzierungsexperten hin. Es geht noch immer, dass ihr auch zu 95-94% Finanzierung bekommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann fangt aber an zu investieren. Und da finde ich ETFs schon in jungen Jahren für unsere Kinder das Wertvollste, was ihr machen könnt. Ich sehe so viele Eltern, die Sparpläne für ihre Kinder haben. Da muss ich sagen, das halte ich für sehr fahrlässig. Wirklich? Weil das Geld durch die Inflation entwertet wird. Und dann sind ETFs, ein monatlicher Sparplan für meine Kinder, das Wertvollste, was ich meinen Kindern an die Hand geben kann. In jungen Jahren, dass sie schon in jungen Jahren genau lernen für so etwas. Aber unsere Eltern machen es vor und machen ein und sagen ganz stolz, ja, ich habe für meinen Sohn bei der Geburt einen Sparplan gemacht. Auf ein Festgeldkonto, sage ich, herzlichen Glückwunsch zum ersten großen Fehler. Und dein Kind wird aus diesem Fehler weiterlernen.
Und das ist so etwas, und wenn das Kind dann sagt, hey super, zum 18. Lebensjahr, ich verkaufe meine ETFs mit einer super Rendite, was der Gerd ja gesagt hat, mit 7 oder 8%, und das sind wirklich Zahlen, das sind Fakten, dann kann er mit 18 verkaufen und kauft seine Immobilie und dann kauft er aus den Mieten wieder ETFs oder Aktien und legt sie wieder an. Der Kreislauf ist so einfach, das ist gar nicht so schwer und es tut auch wirklich nicht weh. Aber das Wichtigste ist, anzufangen. Und deswegen, wenn ich das Geld nicht habe, dann fangt aber an mit dem, was wichtig ist. Und das könnten ETFs, Aktien sein und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt auch, wirklich, sage ich genauso wie der Dominik, Gold ist eine der ältesten Währungen. Und bei uns in manchen Länderkreisen ist es selbstverständlich, dass man zur Geburt eine Goldmünze bekommt. Und das ist was richtig Schönes, wenn du deinem Kind sagst, ich habe von deinem Geburtsjahr eine Münze, eine richtige Goldmünze, die einen Wert hat. Das hat auch eine schöne Erinnerung. Meine Mutter hat von 1943 noch ihre Goldmünze, die sie von ihrem Vater bekommen hat. Das ist was ganz, ganz Tolles. Ich habe es damals nicht verstanden, jetzt sehe ich es ganz anders. Ich denke, diese ausführlichen Antworten schätzen wir wirklich alle sehr von Nermin.